Damit kann er Schilder bearbeiten, ja. Okay. Also, aber da, also die Komponente an sich, das ist ja dann das Upgrade im Roboter drin. Das heißt, es ist wieder das, also die Komponente, also der Open Computer ist Teil des Ganzen, das ist immer intern. Das Schild, das dann bearbeitet wird, das, klar, das ist dann extern, aber das geht ja wiederum durch die Komponente, die intern ist, im Endeffekt. Okay. Auch sehr interessant finde ich zum Beispiel das Navigation Upgrade. Also, sehr spannende Geschichte, muss ich schon zugeben. Gefällt mir gut. Was wir noch nicht gesagt haben, wir haben immer wieder darüber gesprochen, dieses Angel Upgrade. Das Angel Upgrade sorgt nur dafür, dass er quasi wie bei X-Ray Utilities einfach den Block in die Luft setzen kann. Das ist Genau. bei dem Programm, das wir vorhin gesehen haben, noch nicht berücksichtigt gewesen, weil es damals noch nicht gab. Okay, Richtig. gut. Eine Frage hätte ich zum Beispiel noch, und zwar mir ist bei den Komponenten aufgefallen, da gibt es einen Hologrammprojektor. Ja. Richtig. Wofür, Schräger, was war die Intention, überhaupt sowas zu bauen oder einzubauen? Zum einen just for fun, zum anderen langfristig mal so die Umgebung eben irgendwie als Hologramm anzuzeigen, einfach was cool ist. Und dahingehend ist dann eben auch in 1.3 der Geolizer ganz praktisch, um dann eben die Umgebung zu scannen und dann ein Hologramm der Umgebung anzuzeigen. Also wir hatten so grob so im Kopf so irgendwie, keine Ahnung, Mission Control Room, wo man dann so Ah, okay. bisschen lustig Hologramme hat. Okay. Aber was man halt auch sonst damit machen kann. Ich meine, gibt schon im Forum ein paar nette Posts, wo sie dann irgendwelche, weiß ich nicht, lustige, prozeduralen Sachen gemacht haben, irgendwelche lustigen Cubes oder sonst Dinge. Kannst lustige Sachen mitmachen. Okay. Also, wie wir sehen, sehr viel Erweiterungspotenzial, hätte ich gesagt. Ja, geht noch einiges. Also, es wurde am Anfang relativ kritisiert, dass es ja ein ganz plumper Klon von Computercraft ist. Es war am Anfang natürlich sehr nah dran, was ja auch zu Teilen durchaus intentional war, weil die Leute sind es gewohnt und dann erwarten sie das auch irgendwie, wenn sie so rüberkommen. Es ist jetzt schon schlimm genug immer noch, dass Leute meinen so, oh, das ist anders. Und ja, natürlich ist es anders. Das ist ein anderer Mod. Genau. Nö. Also ich bin schwer begeistert von diesem Mod. Muss ich jetzt, darf ich jetzt sagen. Danke, So. danke. Ja. Bitte, bitte. Aber es ist natürlich auch so, dass ich schon noch einiges vorhabe, also noch zu ändern und hinzufügen. Also es ist zum Beispiel das Robot-Upgrade, die Änderung, das war auch schon von langer Hand geplant, aber es war einfach am Anfang die Zeit nicht da, das gleich zu machen. Okay. Und einiges in der Richtung, also ist noch nicht am Ende seiner Lebenszeit. Eine Sache, die fällt den meisten Leuten auf, wenn sie jetzt erstmal mit eure Mod in Verbindung kommen oder in Kontakt kommen. Ihr habt ganz fett irgendwo in den Minecraft-Forums-Posts zu Open Computers drinstehen. Wir verwenden irgendwelche dubiosen externen Libraries und die müsst ihr alle so bla bla und alle Leute so, oh mein Gott, was passiert denn jetzt mit mir? Ist es Ja. irgendwie was Komisches, ne? Es ist ja Ja. nichts Komisches. Nee. Also im Grunde, was der Fall ist, ist, um eben die Computer persistent zu gestalten, also dass sie eben den Zustand speichern können, müssen wir die nativen Lua-Bibliotheken verwenden, also Lua-C. Im Endeffekt das, was wie Lua normalerweise verteilt wird mit Betriebssystemen und so, also bei Linux zum Beispiel. Und da müssen wir halt eben auf Low-Level drauf zugreifen. Das heißt, wir haben eine Custom-Bibliothek, die dann eben um dieses Zustandsspeichern sich kümmert. Und das heißt, wir müssen für jedes Betriebssystem, wo es unterstützt sein muss, eine eigene Bibliothek mitbringen. Das ist inzwischen eigentlich alles, was man so über den Weg läuft. Also Windows, Mac, Linux, FreeBSD. Und das ist aber in der Mod-SIP selber drin in der Jar und wird automatisch geladen. Also man muss sich um nichts kümmern. Es ist auch kein Virus drin. Es ist nichts Gefährliches. Es ist wirklich nur das. Und das ist auch Open Source. Das ist auch unter GitHub. Also wenn irgendwer sich das anschauen will, kann er. Ist dazu eingeladen. Ich freue mich über irgendwelche Fixes und so weiter und so fort. Ja. Also das ist das. Aber es gibt auch notfalls, falls es doch nicht verfügbar sein sollte, gibt es auch ein Fallback für Lua-J. Das ist die gleiche VM im Endeffekt, die Computercraft verwendet, bloß halt in der 5.2er Lua-Variante. Da geht aber dann halt Persistenz nicht und unter anderem auch die Limitierung des Speichers nicht. Was auch nochmal so ein Punkt ist, was man vielleicht ansprechen kann. Also eine Sache, wo ich auch noch versucht habe, Wert drauf zu legen beim Entwickeln des ganzen Dinges, war das Ganze so möglichst, sagen wir mal, serverfreundlich zu gestalten. Bei Computercraft ist es ja so, dass, wenn man lustig ist, kann so ein Computercraft-Programm ja so viel Speicher allokieren, wie es
möchte. Also man legt einfach irgendwie einen riesengroßen String an und dann läuft irgendwann Java out of memory. Genau. Und die Computer in Open Computer sind ja speicherlimitiert. Also wie man es ja ganz am Anfang schon gesehen hat in dem Tier 1 Gehäuse, war ja ein RAM-Riegel drin. Genau. Und der ist tatsächlich das. Also dadurch kriegt dieser Computer mehr Speicher und kann dann mehr Speicher benutzen. Mhm. Und auch das geht nur durch die native Bibliothek, weil da einfach die Allokierungsmethode entsprechend überschrieben wird, um das zu limitieren. Okay. Bei der Größe, da habe ich mal eine Frage. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ich hatte, glaube ich, beim Tier 1 einen Riegel reingeschoben an RAM und da meinte er, würde nicht reichen. Da habe ich schon einen zweiten reingeschoben, dann hat es funktioniert. Wie viel Speicher braucht man wofür? Ich habe da so keinerlei Ahnung. Ist unterschiedlich. Also eigentlich so eine grobe Richtlinie. Eigentlich sollte 64 gereicht haben zum Starten. Aber das Problem ist so ein bisschen, dass unter 62 und 64-Bit Betriebssystemen sich das halt so ein bisschen anders verhält, wie viel Speicher für was verwendet wird. Weil zum Beispiel die Tabellen von Lua halt unterschiedlich groß ausfallen in der tatsächlichen Speichernutzung, weil halt eben die Datentypen unter 32 und 64-Bit unterschiedlich groß sind. Und da ist zwar so ein kleiner Kompensationsfaktor drin, aber der ist halt sehr basic. Das ist halt einfach so ein einfacher 1,5-Faktor oder sowas draufgeklatscht. Das heißt, es kann schon sein, dass unter gewissen Bedingungen es passieren kann, dass es irgendwie in einer 64-Bit-Umgebung dann nicht funktioniert, wobei es unter 32-Bit funktionieren würde. Okay. In der 1.3er-Version dann ist es aber eh so, dass das Ganze ein bisschen entspannt werden musste, weil noch ist es so, dass ich ein bisschen schummel. Noch ist es so, dass... habe ich gelesen. Ja, die ganzen Betriebssystemsachen, also was in OpenOS drin ist, das wird im Endeffekt geladen und dann wird erst so ein Baseline-Cap gesetzt, so ab da ist jetzt halt Benutzerspeicher. Sprich, eigentlich benutzen die mehr als das, was an RAM drin ist, aber nur das, was an RAM drin ist, kann halt von Benutzern im Endeffekt allokiert werden. Okay, also trotz allem gebraucht werden. Ja, und in 1.3 ist es so, dass eben das ganze Betriebssystem ja auf einer eigenen Floppy ist, das heißt, die ganzen RAM-Riegel werden so ein bisschen hochgestaucht. Also die maximale Größe ist immer noch gleich, aber die minimale ist deutlich größer. Okay. Und zu einem Maß größer, dass es jetzt eigentlich definitiv immer funktionieren sollte, dass man booten kann. Mit einem minimalen Stick. Eine Frage noch, die mir manchmal beim Programmieren auffällt, das ist aber nicht nur hier bei Open Computer so, sondern auch bei Computer Craft. Warum ist es eigentlich für die meisten, nennen wir es einfach mal Robots, ein Problem zu erkennen, vor welchem Block sie stehen? Weil ich sehe jetzt hier in der API-Beschreibung von dem Roboter, er kann es zwar mit etwas vergleichen, was er schon im Inventar hat, aber warum kann man nicht einfach quasi die, nennen wir es mal die Block- oder Item-ID, sich auslesen? Im Endeffekt eine absichtliche Wahl, das ein bisschen zu limitieren, dass sie eben nicht perfekte Awareness haben, damit man so ein bisschen, wenn man drüber rumarbeiten muss. Okay. Unter anderem so ein bisschen Fourth Wall-mäßig, weil Block-IDs halt eigentlich aus Ingame-Sicht ja nicht existieren dürfen. Das ist auch so ein bisschen der Punkt, aber primär wirklich, um es ein bisschen in der Mächtigkeit zu limitieren. Okay. Ja, sonst so NBT-Text und so lesen ist so. Ja, wäre halt sehr mächtig. Richtig. Also, wie gesagt, es gibt Add-on-Mods, die zum Beispiel irgendwie eine Kamera hinzufügen und ich glaube, der kann sogar die Item-IDs oder sowas dann auslesen von den Blöcken, die nah genug sind. Aber wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dann irgendwie nochmal ein Add-on zu machen, das einfach ein Upgrade ist für einen Roboter, der dann auch die IDs ausgibt von Blöcken. Okay. Ist ja Open Source. Richtig. Genau. Kann jeder mitarbeiten. Was mir natürlich auffällt, ist natürlich, vorhandene Programme oder Dokumentationen sind natürlich momentan noch recht rar. Also euer Wiki ist relativ gut geraten, muss man sagen. Jo. Sehr gut auch die einzelnen Bibliotheken beschrieben und die ganzen APIs und so weiter, alles eigentlich relativ gut. Aber natürlich Programme ist natürlich noch ein bisschen mau. Ja, gibt es noch nicht so viele, das ist richtig, ja. Aber es gibt wohl bei GitHub... Es gibt Programs. Richtig, genau, da gibt es ein Repo, da schieben so recht viele, die so im IRC rumhängen, die schieben also ihre Programme hoch, ja. Genau, da wollte ich nämlich drauf reingehen, weil es gibt nämlich zwei Möglichkeiten. Entweder ihr schaut auf die Open Computer Seite unter oc.ci.li. DL.li. DL? DIL.li. Ah, Entschuldigung, CIL.li. Schreib es einfach mal in den Chat rein. Man kann sich schon merken als Silly. Gut.
Findet man auch ganz normal man über jede mögliche so. Suchmaschine. Ja, oder den Post im Minecraft-Forum. Ja. Da gibt es mehrere Forenbereiche, wo man sich also erstmal Hilfe holen kann, natürlich, klar. Und es gibt auch hier gewisse Showcases, in denen Programme, Libraries und so weiter alle schon ein bisschen vorhanden sind. Unter anderem auch der entsprechende Link zu der GitHub-Seite, wie gerade eben erwähnt. Sehr praktische Geschichte. Und natürlich, jeder, der sich damit beschäftigt, supportet die Mod-Entwickler, gebt ihnen eure Programme, sagt, was ihr anders haben wollt. Ob sie es natürlich umbauen oder nicht, ist eine andere Frage. Das ist klar. Ist deren Thema. Aber Feedback ist immer gut. Genau, Feedback ist wirklich gut. Und deswegen sind wir auch sehr dankbar, dass du auf jeden Fall bei uns hier vorbeischaust, weil so können wir mal sehr direktes Feedback geben. Ja, ich freue mich doch. Ja. Und natürlich auch mal sehr interessant, mal wieder einen Mod-Entwickler hier vor Ort zu haben. Yo Street, fällt dir noch was ein? Also im Moment zu dem Thema jetzt nichts. Ich habe bloß noch zum anderen Thema eine Frage. Bei einem anderen Thema eine Frage. Genau. Das geht jetzt gar nicht. Nee, okay, nein. Gut, dann nicht. Also, dann bin ich ruhig. Ja. Nee, es geht um die Server. Ich meine, ihr habt ja noch Server eingebunden in das Modpack. Ja, oh. Begeisterung. Und, also die Serverblöcke oder die Serverracks? Die Serverracks, die meine ich. Und zwar kann man ja da verschiedene Serverplatten reinmachen, auch wieder die gewissen, die drei Tiers. Mhm. Ich habe so ein bisschen mit denen rumgespielt, ja, also so im Singleplayer mal ein bisschen getestet und mir entzieht sich da irgendwie der Nutzen und irgendwie das Praktische. Also ich komme da einfach nicht so richtig mit klar. Was kann ich damit machen? Was hat es einen Nutzen? Hauptsinn und Zweck ist, dass man in Server im Gegensatz zu Cases mehrere CPUs zum Beispiel reinpacken kann und mehr Speicher. Mhm. Und CPUs limitieren ja die Anzahl der Komponenten, die ein einzelner Computer ansteuern kann. Mhm. Wenn man jetzt eben recht komplexe Systeme steuern möchte mit einem einzelnen Computer, dann bietet es sich halt an, irgendwo einen Server hinzuplatzieren und den dann zu nutzen, um das alles zu steuern und dann den Server meinetwegen irgendwie remote zu controllen. Okay, und der andere Vorteil ist natürlich auch noch von Robotern. Von Servern, man kann sie mit diesen Remote-Terminals steuern. Also wenn man einen Server irgendwo hinklatscht und dann ein Remote-Terminal an den Server bindet, dann kann man den von eben, was auch immer in Reichweite eingestellt ist im Server-Rack, remote steuern. Das ist so ein bisschen wie die Pocket-Computer von Computercraft, plus halt reichenlimitiert. Okay. Und aber das würde ich sagen, genau, und das würde ich aber sagen, ist noch was für eine weitere Folge, denn wir kratzen gerade schon wieder eine halbe Stundengrenze, oder? Ja, so etwas. Ja, ne? Ja, gut, dann würde ich sagen, beenden wir hier erstmal diese Folge und bedanken uns ganz herzlich bei Sangar. Ja, danke für die Einladung. Und dann natürlich auch bei den Zuschauern. Und ich würde dann sagen, ja, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.